Hallo zusammen, geht's euch gut? Ja, ich sitz drinnen heute mal. Guckt mal, wie das da stürmt. Boah! Ziemlich viel Wind heute. Aber ich bin hier sowieso in so einem Korridor drin. Wenn Westwind ist, dann pfeift das hier richtig durch. Denn hier auf der einen Seite sind die Bäume und die Hecken und auf der anderen Seite hinter mir, ja, da ist der Hang und das Gebäude und der Garten von der Besitzerin. Also heute haben sie angesagt, 60 Stundenkilometer praktisch permanent und dann mit Böen bis zu 115 Kilometern. Gut. Ich hoffe nur, dass meine Zelte das aushalten. Also eins ist ja sowieso total auseinandergebaut. Da ist ja nur noch das Gestänge und das Dach. Und jetzt habe ich aus dem, was übrig geblieben ist, vom Zelt meiner Freundin von Ambre, habe ich jetzt ein neues Zelt gebaut. Ich drehe mich mal kurz um. Da, über der Küche ist das. Aber es, der Wind pfeift, der Wind pfeift, der Wind pfeift. Ganz schön hier. Ja, was mache ich? Na, ich bleib drin, ne? Guck mal hier oben. Mein ganzes Gebimse wackelt. Und das ist nicht, weil ich fahre, sondern das ist wirklich nur der Wind. Ja, dann bleibe ich eben heute mal drin, ne? Und ja, werde ich halt mal was anderes machen. Ich weiß nicht, ich kann ja ein bisschen häkeln, kann ja ein bisschen Makramee machen. Ich kann mir ja ein paar Paracord-Halsbänder oder sowas flechten. Nein, nicht mir, nicht für mich. Quatsch, für mich. Ich brauche keine Halsbänder. Ich habe sowieso niemanden, der mich an der Leine führen kann. Also was soll's. Ja, und dann, gut, also ich habe mal nachgelesen, vor einem Jahr bei diesem Riesensturm Gloria, könnt ihr euch daran erinnern, dieser Riesensturm, der hier in Spanien so gewütet hat, da war ich ein bisschen weiter im Norden und war genau da, wo es am schlimmsten war, im Ebro-Delta und dann auch noch ganz an der Spitze, direkt am Wasser. Und da habe ich mich mal schlau gemacht, wie viel Stundenkilometer muss der Wind pfeifen, um ein Wohnmobil wegzupusten. Und dann habe ich rausgekriegt, also da muss er schon mindestens so 160, 170 Stundenkilometer pfeifen, um ein Wohnmobil wegzupusten. Ja, so weit sind wir hier noch nicht. Aber die 100, die sind also schon ganz heftig. So 55, 60 habe ich hier schon erlebt als Böe. So als Windböe, aber das ist ja hier praktisch die ganze Zeit und dann die Böen, die 100 bis 110 und das soll den ganzen Tag noch so dauern. Also nein, Angst habe ich nicht, es kann ja nichts passieren. Ja gut, und wenn es passiert, was kann passieren? Das Zelt kann wegfliegen, ja, dann fliegt es halt weg. Auch nicht weiter schlimm, gibt Schlimmeres. Es ist nur sehr nervig. Auf Dauer ist es sehr nervig und das haben wir letztes Jahr schon gemerkt bei Gloria, da war ich mit Ambre zusammen. Und wir haben das da 2 Tage, standen wir da direkt am Wasser und nach 2 Tagen waren wir so gestresst und so genervt und so aggressiv fast schon, ja, dass wir gesagt haben, nee, jetzt müssen wir hier weg, sonst gibt's hier Krieg, ne? Ja, und dann sind wir halt weggefahren, ein bisschen weiter ins Landesinnere rein. Und dann ging der Schlamassel erst richtig los. Ambre wollte durchs Landesinnere fahren. Ja, jetzt lache ich, aber damals war es, also vor einem Jahr war es nicht zu lachen. Ambre wollte durchs Landesinnere fahren und hing in Teruel im Schnee fest. Wir wollten uns eigentlich da in der Ecke irgendwo treffen und ich bin eine andere Strecke hochgefahren und irgendwann bin ich von der Guardia Civil aufgehalten worden, da war die Straße gesperrt, eben wegen Schnee. Und das war gar nicht so weit weg von der Küste, ne? Vielleicht so, weiß ich nicht, so 30, 40 Kilometer etwa, da fing es schon an.
Und Ambre hing dann zwei Tage in Teruel im Schnee fest und ich habe umgedreht, ich bin runtergefahren und habe mir dann in Peñíscola einen Campingplatz gesucht. Ich wollte eigentlich auf einen Stellplatz, aber die beiden Stellplätze, die ich angefahren habe, die waren geschlossen, weil die unter Wasser standen. Weil die unter Wasser standen und dann bin ich in Peñíscola auf dem Campingplatz gefahren. Und stand dann da zwei Tage, bis sich das alles wieder etwas beruhigt hat. Naja, aber so viel Wind ist nicht, dass mein Wohnmobil, dass mein Foxy wegfliegt. Also kann ich ganz beruhigt, wackelt ein bisschen, ja, okay, ist aber nicht weiter tragisch. Der Kühlschrank funktioniert, das Gas ist nicht ausgepustet worden. Ja, ich könnte mich ja eigentlich auch ein bisschen in eine andere Richtung stehen, aber ich habe keinen Bock. Ich stehe nämlich genau jetzt mit der rechten Seite an den Wind sozusagen und deswegen wackelt es auch hier so. Aber ich habe keine Lust, mich umzustellen. Das wird schon wieder werden. Gut, kleiner Wetterbericht aus Spanien. Macht's mal gut, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.